Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir die Andorra hier hochgeschossen. Und die soll jetzt nach... Wo ist sie denn? Eve? Mauho? Dahin, nach Duna. Und dafür müssen wir jetzt abwarten, bis das Teil... Wie war das? Duna soll... 45 Grad vor uns liegen. Liegt sich denn irgendwann mal was? Das kann ein bisschen dauern. Das kann echt ein bisschen dauern. Ihr seht hier unten, was alles schön abgeht. Wie lange dreht sich wir denn jetzt hier? 810 Tage. Wir sind noch nicht ein Jahr unterwegs, aber wir sind schon eine lange, lange Zeit da oben. Und wir wissen noch nicht, ob das gut funktioniert. Ich bin mir eh interessiert, wie viele Tage hat denn hier ein Jahr? Weil 4 Stunden macht ja einen Tag aus. Also wie viel macht dann ein Jahr aus? So, warte mal, wenn wir, müssten wir irgendwo hier sein, also werden wir irgendwo hier am Ende enden müssen. Obwohl, warte mal. Zack, zack. Könnte passen. Könnte. Wenn ich hier so reingehe. Manöver hinzufügen. Peng raus. Kostet über 1000 MS. Ihihihihihi. Als Ziel setzen. Dann verpassen wir das Ziel um noch mehr. Also müssen wir noch so viel auffüllen. Okay. Bis nach ganz vorne wieder. Zack. 45 wäre das dann. Ah, wir waren bei 90. Das ist schlimm. Upsi. Muss irgendwie so circa auf 45 kommen. Halt schwer zu sagen, wann wir so circa bei den 45 jetzt ankommen. Ich würde sagen jetzt. Wieder rein scrollen. Hier einen Manöverpunkt hinzufügen. Rausschießen lassen. Und gucken, wo sind wir? Nicht wirklich da, wo wir hinwollen. Zack. Und. Wollt ihr mich verarschen? Ich will diesen Encounter jetzt. Da. Da ist er. Erwische ich ihn gar nicht mehr, oder was? Hey. Was soll das denn? Entfernung. Nicht größer. So. Verkleinern. Ups, das war jetzt zu klein.
Begegnung. Das reicht ja schon eigentlich. Das reicht ja vollkommen. Passt, dann müssen wir uns jetzt aufs Ziel ausrichten, weil in 3 Minuten ist schon. Ne, in 13 Minuten sind wir Schub schon. 13 Minuten haben wir Schubzeit. Bis dahin sollte die Rakete ausgerichtet sein. Wir schicken ein neues Schiff nach Duna. Was ist das denn? Achso, das wäre wahrscheinlich für die Kerbals. Ich wollte gerade fragen, wieso wir Retroburn machen, aber. Gibt ja Sinn. Bremsen, stopp, da müssen wir hin. Halt, stopp. Zurück. Komm, jetzt zurück da. Bremsen. Bremsen. Jetzt komm schon. Vorsichtig, 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 ganz, ganz vorsichtig. So, dann spulen wir mal vor, wir haben 3 Minuten an Schub, die wir geben müssen. Warte, ich muss zurück zu Dula. Nein. Kann ich wieder hier irgendwie per B wieder, nee. Nee, kann ich nicht. Das ist natürlich jetzt praktisch, wenn ich nicht zurücksetzen kann auf. Das bringt mir doch nichts. So, warte, sind wir hier in der Nähe? Geht mir das auf den Senkel? Oh ja, das geht mir auf den Senkel. Also muss ich das blind machen. Ja, super. Das kann ja nur gut gehen. Das kann ja nur wieder brillant gehen. So, warte, ausrichten wieder. Okay, 3 Sekunden, gleich haben wir es. Gleich sind wir im Schubbereich. Und dann schauen wir, dass wir uns da rausschwingen. Und Duna erwischen. Die Uhr tickt nämlich. Fast ein Jahr schon im Flugzeug. Wenn du nicht richtig ausgerichtet bist, vergiss es. Grausig. Jetzt kann's dauern. Schau, was er im Antrieb. Still ist er. Ein leises Antriebchen ist das. Ein ganz, ganz leises. So, 1000 Meter pro Sekunde brauchen wir für den Burn. Boah, das wird eklig. Eklig. Da kann man schon mal müde werden. Da müssen wir dann auch mal zu Ilu. Aber ich glaube, den einzigen vom Team zu erwischen, wird hart. Wir haben eh voll viel verdammt. Von der Ladung her sieht die eh gut aus. Legends never die. Maybe becoming a part of you.
Alter, das ist doch... Wir haben erst eine Minute Schub hinter uns. Oh Gott. Und vergiss nicht, wir müssen dann die erste Stage noch ditchen. Oder die zweite Stage. Dann haben wir noch 1900 MS Postkarten. Nur noch so ein bisschen. Und eigentlich sollte es auch zum Refillen sein. Leute, wir gehen eh schon wieder tankflöten. Dann noch auf dem Orbit ausrichten und schauen, dass wir so tief wie möglich über Duna fliegen. Und dann als nächstes Habitatmodul und alles. Kann mir jemand sagen, was ich da gebraucht habe? Ich hab's irgendwie geschafft in... Nein. Das 372 Tage warten umsonst. Wollt ihr mich verarschen? Versucht die Gegend zu drehen, mein kleiner Freund. Puff. Och Mann. Das gibt's doch gar nicht. So. Das gibt's nicht. Wieso passiert mir sowas? Huch. Aber wenn wir jetzt zurück ins Weltraumzentrum gehen, könnten wir rein theoretisch nochmal das Ganze. Ey, das gibt's gar nicht. Das war so gut geplant. Bedeutet, wir starten das ganze Teil nochmal schnell hoch. Nice. Die Frage ist, wie schnell kriegen wir das nach oben? So ein D-Duna-Verschnitt öffnet sich nicht alle Tage. Ich bräuchte bitte einmal hier öffnen, einmal die, wo ist er denn, Endora? So, die Autospeicher-Variante. Wo ist denn die echte Endora? Da. Projekt Duna Endora. Und die Teile sind wieder verpackt. Ist doch klar, wir können die wieder nicht verwenden. Mein Plan jetzt ist, nochmal denen eine Stage zu geben. So, ihr tanken müsst ihr nicht. Dafür werdet ihr jetzt hier draufgesetzt und werdet dann dementsprechend verbunden. Speichern, starten. Neuer Versuch, ab zu Duna Nummer 2. Warum gibt es eine Atmosphäre, die nervt? Sonst wäre ich einfach ganz flach über den Boden drüber geschossen. Ich muss die Hotkeys finden, um zwischen Planeten zu wechseln. Okay, 3, 2, 1, Liftoff. Here we go again. Wir können rein theoretisch diesmal volle Wäsche einfach direkt rausboosten. Direkt ein bisschen anpassen, die ganze Flugbahn. Jetzt haben wir nochmal eine Stage mit ein bisschen mehr Power. Rein theoretisch könnte es besser sein. Rein theoretisch. Und jetzt ist auch schon wieder schwarze Nacht. Ich sehe wieder nichts. Ah. Dann verlassen wir uns mal auf den Nerfball und auf das, was unsere Gefühl sagt. Unsere Gefühle. Mein Gefühl sagt, ich hasse mich gerade.
Für die nächste Folge noch ein Versuch. Versuch 2 Richtung Luna. So, noch ein bisschen mehr eindütschen. Wir zum 60 Grad Gang. Wie viel haben wir hier noch? Hier mal 1,98. Zweite steigt immer weiter. Hier werden wir ca. 1,1 am Anfang haben. 34 Sekunden noch, bis diese Stage aus ist. Wir gehen auf einen 45 Grad Winkel Boost. Oder ein bisschen weniger. So, noch 25 Sekunden. Aua! Warum ist es lauter auf der Karte als in der Realität hier? Weil wir da rein sind. Unsere Realität. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und die Kappel. 1,14 SGV. Wir gehen in noch einen schrägeren Orbit. So. Sind wir dort auf 70.000 Kilometer und haben somit den Orbit erreicht. Schaut aber gut aus bis jetzt. Schaut echt gut aus. Wie viel Burns hast du noch? Das ist auch eine Zündung danach. In welche Richtung schauen wir denn mal in die Atmosphäre rausschauen? Also würde sogar richtig boosten. Gehen wir direkt auf. Lass einfach direkt so weiter boosten. Der soll raushauen. Jetzt geh auf den 45 Grad Winkel. Hau uns aus der Atmosphäre, mein Junge. So. Einen Boost, also spielen wir bis hier vor. Der soll einfach jetzt uns komplett rausbürden, soweit er kann. Dann die Kappel mit denen, und bleibt er halt im Orbit, ist mir jetzt erwischt. Ich brauche ein bisschen Power da draußen. Und dann sollen die anderen großen Maschinen übernehmen. Draußen. Ich entfalte hier. Zwischenhülle erwischt oder was? Zurücksetzen auf Flugzeugbau. Und wisst ihr was, Leute? Das machen wir beim nächsten Mal. Das nächste Mal bin ich schon im Orbit oder schon Richtung Luna unterwegs. Mir reicht's. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.